Hallo Freunde, es geht direkt wieder weiter mit Metroid Prime 2, wie versprochen, genau hier in dieser riesengroßen hohen Glasröhre im zentralen Forschungsbereich, wo mich ganz da oben eine ganz, ganz große Verwaltungsdrohne erwartet, die ich bekämpfen muss, weil ich hier sonst nicht wieder rauskomme. Und ich hatte ja leider keine Möglichkeit zu speichern, deswegen ist heute immer noch derselbe Aufnahmetag wie im letzten Part. Und hier muss ich mir eben meinen Spider-Ball und den Boost-Ball zunutze machen, um hier was zu erreichen. So, ne, was muss man hier überhaupt nochmal machen? Hier, nochmal hier hoch. Ah ja, seht ihr mal, und da ist sie. Das ist jetzt diese Verwaltungsdrohne und die besiegt man wie folgt. Wenn man hier lang rollt, muss man erstmal auf diese Dinge aufpassen und mit dem Boostball die roten Sender zerstören. Besten immer lang rollen, den Boostball aufhören und... Vorsicht! Vorsicht! Ja, seht ihr? Das Ding wird aber immer wieder eingefahren. Ist gar nicht so einfach zu treffen. Boah, den Kampf habe ich gehasst. Bam! So. Vor allem, wir kommen immer mehr von diesen Armen. Zack! Ich glaube, drei muss man immer kaputt machen. Und wenn das Mittelding, glaube ich, rauskommt, dann muss man das... Ja, jetzt! Da! Boah! Das fährt jetzt aber voll schnell wieder ein. Vorsicht! Komm schon. Wenn das in der Mitte rauskommt... Zack! Nein! Mann, Scheiße! Ich hasse dieses Hurenvieh! Da muss man voll schnell sein. Jetzt! Ha, erwischt! So, jetzt fährt es eine Ebene nach oben und ich muss ihm folgen. Also der Kampf ist gar nicht mal so leicht. Könnte man fast als einen weiteren Zwischenboss in der gehellten Festung ansehen. So, hier ist jetzt sogar dieser Ring nicht mal mehr durchgehend. Zack! Haha, aber dafür kann, glaube ich... Ja, er kann natürlich frei rumrollen. Also, dass er diese Dinger da bewegen. So. Na, man muss erstmal eben diese drei roten Antennen treffen. So, komm schon, fahr sie wieder aus und... Ja, so. Ich finde, das Schwierigste ist eigentlich, dieses Mittelding da zu treffen. Weil das voll schnell wieder eingezogen wird. Ja, seht ihr? Fege du dich in der Popoloch. Komm schon. Raus damit! Zack! Haha, erwischt. Ich glaube, das muss man insgesamt dreimal machen. Genau, da oben ist nämlich jetzt der Bereich 3 geteilt. So, Vorsicht. So, jetzt wird es nochmal richtig schwer. Ich kann ja selber nur da lang, wo... So, Moment. Zack! Am besten hier jetzt wirklich immer hin und her springen. So. Nein! Nein! Verdammt! Ich hasse das! Komm schon! Ha! Erwischt! So. Na, ich häng fest. Na, nein! Da, jetzt kommen schon zwei von diesen Scheißdingern da. Könnt mich mal. Bam! So, und jetzt noch einmal ganz vorsichtig schnell das Mittelding erwischen. Und... Nein! Mamo! Arschloch! Ich hasse dich! Ja, natürlich. Aber seht ihr, wie kurz das nur draußen ist? Das ist doch asozial! Komm schon. Und tschüss! Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Und wie gesagt, ganz wichtig war, bevor man hier reingeht, das Ding von draußen scannen. So, und jetzt kann ich nämlich hier hin. So, schwupps, schwupps. Dann lande ich nämlich genau hier oben. Bei dieser hellen Tür. So, ich weiß gar nicht, komme ich von hier aus dann später auch wieder hin? Weiß ich gar nicht. Ich gehe einfach mal hier durch. So, hier ist nämlich... Ah, ein... Was zum... War sehr fies. Strukturelle Analyse abgeschlossen, handelt sich um eine automatisierte Barriere. Barriere blockiert den Zugang zu genetischen Kanonen, akustische Sensoreinheit, ah, okay. Schon kapiert, hier muss ich wieder den Echovisor nehmen und... Hörst du auf damit! So, gibt's ja nicht. Ich glaube, ich muss sowieso erstmal hier lang, bevor ich da oben vielleicht durch diese gelbe Tür gehe. Erstmal hier werde ich jetzt von Kanone zu Kanone immer weiter nach oben geschossen. Seht mal, da drin ist sogar ein Missilcontainer. Alter, wie hat man den nochmal gekriegt? Das war gar nicht so leicht, aber ich glaube, den ignoriere ich jetzt erstmal. Merke ich mir für später. So.
Alter, ich brauche unbedingt Munition für beide Beams. So. Ah, jetzt bin ich endlich in der Wachstation. Super geil. Ja, die liegt im Freien. Und ja. Da drüben sehe ich schon wieder verdammt. Also zwei zumindest, zwei Red Speeds, die mich sicher wieder nerven werden. So, da drüben ist ein blaues Hologramm. So, seht ihr? Wie dieses Hurenkind mich hier angreift damit! Ich hasse diese Viecher. So, hier ist wieder ein Hologramm. Luminot, Inschrift, entziffert. Zwielicht. Ich habe 100% der Konflikte gescannt. Die wenigen, die übrig blieben, versammelten sich im erhabenen Tempel. Und bis auf Umos, den letzten Hüter des Aethers, gingen sie alle in lebenserhaltende Stasis über. So würden sie verweilen, um einst nach dem Untergang der Ink erweckt zu werden oder im ewigen Schlaf zu ruhen. Seine Schützlinge in Sicherheit erwartete Umos den letzten barbarischen Ansturm. In der Stille des erhabenen Tempels flehte er im Gebet um Rettung, um die Erlösung von den Ink. Ja, und diese Erlösung bin ich. Wer denn sonst? So, da drüben, ey, du... Motherfucker, scheiße Mixer! Ich kann euch absolut nicht ausstehen, ihr verdammten Red Speeds! Geh sterben! Dankeschön. So, auch hier gibt's ein dunkles Portal. Ich glaube, das ist eh gleich hier dahinter. Ja, das ist hier dahinter, aber da komme ich nicht ran. Aber einen kleinen Moment. Erstmal gehe ich hier durch diese helle Tür, weil ich mir erstmal hier einen... Was zum Teufel nochmal? Also doch, hier kann ich mir einen Energietank holen. So, den habe ich schon einmal gesehen gehabt, dass ich von der anderen Seite gekommen bin. So, und von hier kann ich dieses Kontrollfeld da scannen. So, Trainingssystem initiiert, Verankerungen für den Grapplebeam positioniert. Jetzt kommen hier diese Verankerungspunkte für den Grapplebeam runtergefahren. Und ich kann mich jetzt endlich immer dann, wenn ich will, auf die andere Seite schwingen. Das heißt, ich käme von da aus dann wieder ins große Gyrosystem zurück. Aber da will ich ja noch gar nicht hin. So, Hauptsache, ich habe mir hier jetzt mal eine Abkürzung gebastelt. So. Sind diese Viecher jetzt wieder da? Nö, noch nicht. So, wie war denn das jetzt? Hier ist es echt kompliziert, dieses Portal zugänglich zu machen. So, hier muss man nämlich wieder sehr oft auf seinen Spider-Ball vertrauen. So, oder wartet mal. Muss man nicht hier irgendwie... Ah, wie dumm. Ich glaube, hier musste ich überhaupt was ganz anderes machen. Ich lasse mich mal fallen. So. Nee, ich muss nämlich hier rüberkommen irgendwie. So, hier. Spider-Ball. Schwupps. So. Hier gibt es jetzt eigentlich eine Tür. Ich gehe mal hier kurz rein. So, wo bin ich jetzt? Pfad des Hüters. So, ist hier eigentlich irgendwas Neues? Wow, na klar. Ist hier was Neues? Nö, aber es ist eine Quetzdrohne. So. Verdammtes Dingsbums, du. Na komm doch. Aua. Ja. So, halt still, dass ich dich kaputt machen kann. Dankeschön. So, und tschüss. So, da vorne ist, glaube ich, noch eine, oder? Kann das sein? Ja, natürlich. Macht es so viel Spaß. Und kaputt. Also fast. Ach, die kann man immer nur auf zweimal zerstören. So. Einmal den Kopf und dann die Beine. So. Hier ist ja so eine spezielle graue Tür, sage ich jetzt mal. Da brauche ich ja meinen letzten Beam, den ich aber immer noch nicht habe. Deswegen kann ich auch hier eigentlich nichts bewirken. Aber wenigstens habe ich da mal... Ja. Hat es in dem Sinne überhaupt nichts gebracht. Egal. In Wirklichkeit sind diese verschissenen Red Speeds schon wieder da. Hallöle. Ich glaube, ich spiele mit you. So. Na egal. Vielleicht erwischen die mich gar nicht, wenn da oben. So. Muss ich nämlich hier so rüber. Und genau hier ist nämlich eine Kanone. So. Schwupps. Dann unbedingt den Spider-Ball halten. Ich habe wirklich Angst, dass die mich abknallen, wenn ich hier oben lang rolle.
habe ich echt das ungute Gefühl, dass sie das tun. Ja, das tun sie auch. Ja, Scheißviecher, ihr Verfickten. So, wenn man hier ist, genau da, wo diese komischen Dinger sind, muss man einen Bombensprung machen. Ich glaube, wenn dem ich... Der trifft mich garantiert, wenn ich hier so... Ey, du kannst mich doch mal... Du kannst mich doch hier nicht abknallen, bist du bescheuert? Was erlaubst du dir? Echt mal, was erlaubt sich dieses dieses Mistvieh? Ja. Mensch, fick dich doch mal ins Knie! Du Arschgesicht, du Verschissenes! Warum ist die Kamera eigentlich so schief? Kamera ist voll schief. Das sieht jetzt echt krank aus. Hör auf damit! Ah, wieder so... Wieso stehe ich hier so schief? Was ist denn los? Wow, das war jetzt echt krass. Also nochmal. Das war eh klar, dass mich diese verschissenen Drecksviecher so dermaßen aufregen. Ich meine, was erlauben diese Hurenviecher? Warum mache ich schon wieder denselben Fehler? Ich will da gar nicht hin. Runter. Vollidioten-Kuh. Ich muss doch darüber. Es verwirrt einen total hier. Bin schon wieder echt angepisst wegen diesen verschissenen Red Speeds, ey. So klein und so nervig. Ich sag ja, kleines Arschloch sollte man die nennen. So, also. Schwupps. Jetzt muss man sich hier nämlich so fortbewegen. Im Spider-Ball ist gar nicht so einfach. Und wie gesagt, da wo sich diese Dinger hier drehen, muss man genau da, wo man an diesen roten Stangen vorbeikommt, in dem Augenblick eine Bombe zünden, dass man dann nämlich nicht dagegen knallt, dass man weitergeschleudert wird. Na, Vorsicht. Das war schon wieder nicht so gut. Seht ihr? Ficke du dich! Was machst du, Samus? Oh, ich hasse das! Das kotzt mich schon wieder so an! Warum kannst du nicht einmal was richtig machen, du behinderte Kuh? Das ist typisch Blondine! Alter! Das ist... Mano! Jetzt feg dir doch mal ins Knie! Du sollst deinen verfickten Arsch darauf bewegen! Hierauf! So, komm! Schwupps! Da, seht ihr? Roll doch mal zurück! So. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, hier hoch. Dann runter. Und dann... Ja, seht mal, da ist eh eine Bombenmulde. Die öffnet das Tor dann. So, wie war denn das jetzt? Da ist was und da ist was. Wartet mal, hier sind doch zwei Wege. Was bringt es mir eigentlich, wenn ich da durchrolle? So, wartet hier. Ist hier nicht so eine Art Loch? Ne, hier ist überhaupt nichts. Also verstehe ich nicht, warum ist hier eine Magnetspur? Warum hänge ich hier jetzt eigentlich fest? Kann man das wieder mal sagen? Toll, ich hänge fest! Nein, doch nicht. Die Steuerung ist manchmal echt bescheuert. So, ich muss nämlich eher mal hier wieder lang. Ist hier auch wieder so ein Riesending. So, und weh, du versaust es. So. Immer rechtzeitig springen. So. Jetzt hier lang? Hierauf? Was? Moment mal! Was zum Scheißendreck nochmal? Ach so, ne, doch nicht. Jetzt bin ich eins weiter oben, oder? Vorsicht. Ich muss nämlich hier hoch und nicht runter, ich Dummkopf. Deswegen habe ich mich so verwirrt gefühlt. Na, nein! Du sollst doch richtig den Bombensprung machen! Schon wieder nicht. Warum machst du das nicht richtig? Na, seht ihr? Die will mich verarschen. Die will mich echt verarschen, diese dumme Pute. Na. Ja! Fick dich! Das gibt's doch nicht! Wie kann man nur so bescheuert sein? Wieso kommst du da nicht drauf, verdammt nochmal? Mann ey! Das ist schon wieder unnötige, verschissen schwendete Aufnahmezeit und spring da mal hoch! Mann ey! Fick dich! Du dumme Bitch-Kuh! Das gibt's ja wohl nicht! Jetzt bin ich da schon wieder runtergefallen! Ich hasse diese Stelle in der geheiligten Fesseln! Ich hasse sie!
Und ich hasse dich! Weil du einfach zu blöd zum Kacken bist! Seht ihr? Roll doch mal zurück! Kannst einfach keinen Bombensprung richtig machen, du blöde Kuh! Das ist nicht zu fassen! Das gibt es einfach nicht! Ich werde dich versaus eh wieder. So. Jetzt! Jetzt! Na, schon wieder nicht. Samus! Du Anus! Das ist nicht zu fassen. Ich dreh durch mit dieser dummen Pute. Schon wieder nicht. Du sollst da hochspringen, verdammt nochmal! Das gibt's ja nicht! Nein! Nein! Du wirst hier deinen verfickten Arsch da wegbewegen und es einfach nochmal probieren. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst mich echt natzen. So. Oh. Hier ist jetzt nämlich so ein verdammter Tunnel. Und man muss, glaube ich, jetzt mal hier so lang. Oder? Ich habe nämlich... Nee. Hinten hin, nach hinten. Und hier, glaube ich, gibt es jetzt aber eine Abzweigung, oder? Ja, genau da habe ich hingewollt. Seht mal, ein Container für Bimunition war hier hinten nämlich versteckt. Den wollte ich ohnehin haben. So. Und jetzt muss ich aber irgendwie noch zu der Bombenmulde hin. So, ich habe nur... Ja, ich komme wieder hier raus. Du bist eine dumme Kuh. Aber gut, ich habe wenigstens... Den wollte ich sowieso haben. Das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt habe ich endlich 200 Schuss für Dark und Light Beam zur Verfügung. Aber jetzt kann ich den ganzen Scheißdruck hier nochmal machen. Den ich ja so sehr liebe. Ich weiß nicht, manchmal hapert es hier einfach mit den Bombensprüngen. Das gibt Punkteabzug im Spiel. In der Spielwertung. Kann ich nur dazu sagen. So, ich muss nämlich genau da oben über diese... Ding da hin. Gucken, wie kommt man denn da hin? Aha, von da oben. Eh auch von da oben. Ach so. Na gut, das war ja dann nicht so kompliziert. So, also eigentlich gleich von hier. Hier runter. So. Jetzt einfach hier rein und... Zack! So, jetzt ist das Tor endlich offen, dieses Dreckstor. Aber wichtiger war mir erstmal auch diese... Beam-Erweiterungsmunition, also der Container da. Oh, nee, sorry, aber das regt mich schon wieder total auf. Wie kann man nur so dumm sein? Ich meine, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn das Spiel nicht so macht, wie ich möchte. Und jetzt bin ich auf der dunklen Seite in der Flugausbildungsstätte. So, und da vorne sehe ich einen Tempelschlüssel. So. Und hier gibt es wieder mal dunkle Kommandopiraten. So. Also auch wenn man den Echo-Visor hat, der Dark-Visor ist wesentlich besser geeignet, die zu verfolgen. Was machst du denn hier? Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen laggt. Ja, und diese Hurensöhne, diese Verfickten, die drängen mich auch ständig hier runter. Fick dich! Ins Knie! Und tschüss! Arschgesicht. So. Aber ich komme von hier aus nicht hier hin. Also nicht zu dem Schlüssel lang. So, wartet mal, wie war denn das überhaupt? Portal, graue Tür, ne, Portal bringt mir jetzt nichts. Ich muss eh mal hierher, damit ich genau hier durch die Tür mal gehen kann. So. Oh mein Gott, hier sind schon wieder dunkle Brez. Kann ich den nicht irgendwie mal abknallen, dass ich Lightbeam-Munition kriege? Ja, aber die fällt ja da runter. Wie soll ich denn die... Die kriege ich ja gar nicht. Egal. Soll ich erstmal alle umbringen? So, oh, da kriege ich eine Powerbombe. Na, die kriege ich natürlich nicht, aber ich muss mich eigentlich nämlich hier mal von Verankerungspunkt zu Verankerungspunkt schwingen. Ha, jetzt habe ich ihn erwischt, aber Vorsicht auf das Giftgas, sonst stürze ich wieder ab. So, schön lang schwingen. Ach so, und hier raus. So. Moment mal, jetzt muss man hier irgendwie nämlich runter.
So, und dann ist hier ein helles Portal. Wo ist denn das eigentlich? Der Richtschlund ist das hier. Nein! Falscher Knopf. So. So, und jetzt befinde ich mich am großen Abgrund, aber auf der anderen Seite des Abgrunds zum Glück, weil ich da eigentlich gar nicht so wirklich rüberkommen würde. So, und jetzt gehe ich einfach mal durch die Tür hier. So, hier. Und jetzt bin ich in der Tresorebene. Doch da gibt es noch ein weiteres Portal und schon wieder so einen gottverdammten Red Speed. Seht ihr, er überlebt sogar eine Supermissil. Nein! Ha, umgebracht. So, und hier auf der Tresorebene ist etwas Endgeiles versteckt. Und zwar ist das gleich da vorne. Allerdings sehr, sehr gut eingesperrt. So, vor allem dieses riesige Ding hier. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Es handelt sich um eine luminotische Tresorkammer. Kammer besteht aus diversen Superlegierungen, die allesamt luminotischen Ursprungs sind. Derzeit ist kein Waffensystem bekannt, das diese Struktur zerstören könnte. Ja, wenn es das nicht zerstören kann, muss das aufmachen. So, hier ist nämlich das Objekt meiner Begierde. Die Screw Attack! Ganz richtig! Die Screw Attack feiert in Metroid Prime 2 ihr erstes 3D-Debüt. Und die brauche ich unbedingt, um im Spiel weiterzukommen. Hier unten ist gleich mal eine Bombenmulde. Die ist allerdings relativ umständlich zu bekommen. Ja, seht ihr, die Bombenmulde lässt diese Dinger da Laserstrahlen abfeuern, aber das bringt mir nichts. Stattdessen, wie war denn das nochmal? Moment mal, hier unten. Ha, hier unten ist nämlich jetzt ein Kontrollfeld. So, System initiiert, Brückenantrieb aktiviert. Nach erfolgter Ausrichtung verbleibt die Brücke in ihrer Position. Die Brücke fährt jetzt nämlich nach unten und hier ist eben das dunkle Portal, was ich gesucht habe. Das heißt, ich muss wieder in die dunkle Welt reisen. Ins Nest der Ink. So. Portal zur Tresorebene. Ja, und auf der anderen Seite, da muss ich dann wieder rauskommen über das andere Portal. Allerdings leben hier Viecher, die absolut übel sind. Ich weiß gar nicht, kann ich die irgendwie rauslocken, dass die hier mal rauskommen? Irgendwie nicht. Oder wenn ich mich hier lang schwinge, werden sie sicher rauskommen. Ja, da kommen sie. Ihr könnt euch bestimmt denken, was das für Viecher sind, aber ich muss sie eh mal scannen, weil sie so gesehen neu sind. Morphologie Dunkle Goliath-Wespe. Von Finsternis besessener Luftjäger. Das Seeinsekt hat durch Inksymbiose an Stärke gewonnen. Es verfügt weiterhin über die Fähigkeit, seine Ziele mit Energieladungen zu beschießen. Aber ich lasse mich von euch nicht bescheißen. So, vor allem, das ist ein Portal zum Aufladen. So, und gleich wieder zurück in die helle Welt. Aber jetzt komme ich auf der anderen Seite raus. So, na, wir sehen andere Seite. Und jetzt kann ich eben hier rüber springen. Zu diesen Dingen da. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Luminotisches Lasergeschütz wird mittels Gyrogenerator ausgerichtet. Zugriff auf das Kontrollsystem des Gyrogenerators freigegeben. Genau, ich muss nämlich jetzt diese vier großen... Oh Gott, das ist schon wieder ein scheißer Speed. Ich muss diese vier großen Laserstrahlen direkt auf diese Tresorkammer richten. Hör auf, mich abzuballern! Du Hurenkind! Ich hasse das! So, hier. Das muss man so drehen, dass das darauf ausgerichtet ist. So. Und dann muss man erstmal von hier rüberspringen. So, da vorne ist noch so ein Scheißvieh. Ich hasse dich. Ha!
So, mit dem Darkbeam geht's doch irgendwie doch viel schneller. Was zum... Boah, ich habe immer Angst, dass ich da zu weit weg bin, dass ich dann da runterfalle. Das wäre not so good. So, zweiter Gyro-Generator, auch hier wieder. Schwupps. So, die beiden sind jetzt ausgerichtet. Jetzt muss ich allerdings nur schnell auf die andere Seite. Und das mit den anderen beiden auch machen. Und wenn ich dann wieder an diese Bombenmulde rankomme, dann wird sich diese Kammer da öffnen und die Screw Attack ist mein. So, ich hoffe, ich spreche das eh richtig aus. Der heißt ja nicht Screw Attack, sondern Screw Attack. Also Screw ist ja Englisch für Schneiden, so in dem Sinn gesehen, ne? Warte mal. Komm mal her. Und tot. Selber schuld. So, was bist du auch so hässlich und nervig. So, Nummer 3 ist ausgerichtet und jetzt nur noch mehr. The last one. So, da ist schon wieder einer. Ja, wie die sich immer so feige mit ihrem Schutzschild schützen, ey. Das sind eigentlich eh totale Feiglinge. So. Und das letzte. So, jetzt sind sie richtig rum ausgerichtet und jetzt muss ich allerdings wieder, weil ich hier nicht anders hinkomme, wieder über das Portal kurz über die helle, ich meine über die dunkle Welt wieder zurück. Also es ist wieder mal äußerst kompliziert gemacht worden, aber es geht leider nicht anders. So, also wieder zurück. So, na, jetzt bin ich wieder in der dunklen Welt. Und wieder ganz schnell rüberschwingen. Ja, die können mich mal. Ich war schneller. Edgy Badge. So. Jetzt brauche ich nichts weiter tun als diese Bombenmulde wieder zu aktivieren. So. Und zack. So, jetzt passt auf. Und das Ding ist offen. Oh ja, und da ist sie endlich. Die Screw Attack. Her damit! Das 3D-Debüt der Screw Attack in Metroid Prime 2. Einfach nur episch. Screw Attack erhalten! A drücken, um zu springen in der Luft, erneut A drücken, um einen Space Jump auszuführen, danach wiederholt A drücken, um die Screw Attack auszuführen. Ja, endlich! Die Screw Attack, die ist so übelst geil. Ja, und diese Dinger sind jetzt, glaube ich, in ihrer Position wieder fixiert. Ja, luminotisches Lasergeschütz bleibt in momentaner Position ausgerichtet. Oh, endlich, ey, so geil, die Screw Attack. Ich werd wahnsinnig. Systeme zur Fortbewegung. Screw Attack. Die Screw Attack ermöglicht es, sich in eine springende Kugel mit tödlicher Energieentladung zu transformieren. Nach erfolgtem Space Jump lässt sich durch wiederholtes Drücken von A die Screw Attack einleiten und fortführen. Mit Hilfe des Joysticks lässt sich die Richtung der Screw Attack leicht beeinflussen. Samus Notizen, die Screw Attack ist auf eine bestimmte Anzahl von Sprüngen begrenzt. Wird ein Fan von einer Screw Attack erfasst, erleidet er Schaden. Wird während der Screw Attack eine spezielle Wandoberfläche berührt, lässt sich ein Wall Jump ausführen. Der Wall Jump eignet sich, um größere vertikale Distanzen zu überwinden. Ganz genau. Und wie gesagt, Metroid Prime 2 ist das erste Metroid-Spiel, wo die Screw Attack eben in einer 3D-Umgebung vorkommt. Ist doch richtig geil. So, und jetzt, ich komme sowieso nur mit der Screw Attack zur Tür. So, ich hoffe, ich kann das noch. Springen, springen und dann... Ja, seht ihr? Ist doch geil. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr auswendig, wie viele Sprünge man mit der Screw Attack machen kann. Ich glaube, es waren 5 oder so. So, auch hier komme ich nur mit der Screw Attack rüber. So, das heißt, ein bisschen Anlauf nehmen. So, springen, springen und dann 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, 5 Sprünge mehr geht nicht. Also 5 Sprünge hintereinander, aber wir sehen, so komme ich wirklich sehr weit voran. Und das ist auch gut so. So, und jetzt hätte ich eigentlich gerne eine Speicherstation. Wir sind schon wieder Luftpiraten. Fegt euch doch mal ins Knie, ihr seid sowas von Scheiße. Und tschüss. Auf jeden Fall seid ihr jetzt tot. So, den einen Schlüssel habe ich mir ja da auch noch nicht holen können, auf der dunklen Seite in der Flugausbildungsstätte, aber wir sehen ja, wie soll das gehen, ne? Hier, das geht, glaube ich, nämlich nur, wenn ich von unten irgendwie, ja, Gerüstkomplex und dann da so durch. Also es ist noch sehr umständlich. Ich bin noch lange nicht am Ende. Noch lange nicht. So, wo ist jetzt hier... Ah, Speicherstation ist hier beim großen Gyrosystem. Ich glaube, das werde ich jetzt aufsuchen und den Part endlich beenden. Der ist locker wieder über eine halbe Stunde lang geworden. Es geht leider nicht immer kürzer. Oh, aber so geil, nach so vielen jetzt gerade Ausrasten und kleinen Nervenzusammenbrüchen und Anstrengungen ist die Screw Attack mein. So. Und damit komme ich halt wirklich so gut wie überall hin, wenn es sich halt vom Sprung her ausgeht. So, mach gern auf. Dankeschön. So. Gut, na, hier ist ja Gott sei Dank jetzt eh eine Speicherstation in der Nähe. Genau, die will ich ja aufsuchen. So, na dann, Freunde. Ein sehr aufregender Part, muss ich sagen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Was die Scheiße auf? Gibt's ja nicht. So. Boah, ich bin fix und alle. Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, also dann. Tschüssele.